Peng Peng, was geht ab? Wir haben jetzt ein bisschen Urlaub gemacht. Das ist unser erstes Airbnb hier auf Madeira. Wir wechseln jetzt aber, wir hatten vorher Silvestertarif. Wir haben ein bisschen Silvester verbracht. Shorty ist jetzt dazugekommen. Wir filmen jetzt Vlogs sozusagen. Das ist aus wie Sodom und Gomorra, ja? Scheiß drauf. Sag ich mal, hier ist Ausblick voll geil. Der 30. bin ich hier. Ja, und jetzt wechseln wir ein bisschen. Es passiert die Tage auch noch ein bisschen was. Wir drehen die ein oder andere Corner. Wir probieren das jetzt mit den Vlogs aus. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich bin immer krachend gescheitert an solchen Geschichten. Achtung, ich vlogge gerade. Abla Olivia hat auch da. Boah, was hast du für eine schiefe Sonnenbrille auf, ey? Richtig. Hallo, toll. Was soll das? Guck dir da mal an. Dyson ist da. Das ist mein Freund Dyson. Dyson. Alter, hier ist er. Er kommt jeden Tag um 11 Uhr und wir füttern ihn nicht. Er saugt hier den Boden, also von jedem Krübel. Er chillt, er liebt uns, das ist unsere Haustaube. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, um alles zusammenzuräumen. Das mache ich jetzt mal ganz fix und dann gehen wir raus hier, dann ziehen wir um. Habt ihr eigentlich zusammengefennt oder habt ihr die mit Absicht auseinander gemacht? Nee, wir haben zusammengefennt, das war uns wichtig. Sehr chill. Falls das Einkaufscenter. Warum? Wir müssen auch ein bisschen was holen für die Corner. Ich zeige euch später das Airbnb. Eigentlich ganz cool, ist eigentlich ganz sweet. Witzig eigentlich, dass wir wieder hier auf der Ecke sind. Unser vorheriges Airbnb war legit eine Straße weiter. Das ist unser Whip und Olli fällt gerade schon raus. Geht auf. Wenn du lachst. Schau, ich trage heute eine absolute Modesünde, weil ich dachte, wir gehen direkt ins andere Airbnb. Hat mir dann einfach so ganz auf die Schnelle meine Jordans angezogen, habe aber dazu Adidas Socken an. Das ist richtig peinlich, deswegen habe ich die so runtergekrempelt, damit das keiner sieht. Das ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande. Eine Modesünde. Verbrechen an die Menschheit. Karl Lagerbach würde sich... Karl Lagerbach oder Karl Lagerfeld? Beide. Digga, jetzt... Der sieht aus wie du. Ich sehe nicht aus wie der Turtle, Alter. Welcher ist das? Nee, das ist Leonardo. Ehrlich? Ich ja. Hab keine Ahnung. Das ist Donatello. Das ist, ach, Digga, da ist ja das. Das ist Michelangelo. Und das ist Raphael. Der rote ist Raphael. Raffaello. Raffaello. Warum Raffaello. Hab ich nicht so genannt? Raffaello. Dann lass mal hier Eis kaufen. So, das ist jetzt der kleine Hack. Wenn ihr hier auf Madeira seid, oder No Placement, der Schweinkram ist halt ultra geil, ne? So, Maracuja-Gesöff, das ist richtig lecker. Wo ist denn hier der ganze Dosenkram? Ja, die haben Schweppes, guck mal. Ja, nimmt man das eigentlich Schweppes oder Schweppes? Schweppes, glaube ich. Ehrlich? Nein, ich glaube Schweppes. Digga, ich muss mal echt gucken. Schwepp dir an. Wir müssen ein bisschen unauffälliger filmen. Der guckt schon so. Ah, hier. Der hat da gar keinen Bock drauf. Ja, der hat schon so geguckt, der dachte, das ist so wahr, was der kleine Motorfucker. Ja, Zitrone ist tatsächlich auch hier gut machbar. Bitte nehmen Sie diese Aussage zurück. Auf der Insel ist einfach Eistee besser. Bruder, welcome to the crib. Wir sind auf Madeira. Funchal, komm rein, Junge. Schau, die war die ganze Zeit schon drin, wir haben gelogen. Also, welcome to the crib. Wir haben hier ein Airbnb zusammen mit Olive, mit Lynn Olive. Ich zeige dir ganz bums mal. Tatsächlich kenne ich die Wohnungen hier alle so ein bisschen. Die sind sehr ähnlich tatsächlich zu dem, wie ich es kenne. Und zwar haben wir hier eine Kitchen. Ist eigentlich ganz mausig. Hier läuft eine Waschmaschine. Absolut stabil. Die hat so eine Trockenfunktion. Super. Kühlschrank. Alles, was das Herz begehrt. Hier kannst du reinschillen. Machen wir mal Licht an hier. Kriegen das Licht ganz drauf? Ja. Ist Lümmeltüten? Nee. So, was haben wir hier noch? Zu den Scheiß hier. Hier ist meine Rummelhöhle. Guck nicht auf Klamotten, ich muss waschen unbedingt jetzt. Sieht absolut scheiße aus. Egal, dann haben wir hier Olles Zimmer. Gucken wir hier. Dann linsen wir nur kurz rein. Die hat aber auch ein Bad. Die hat ein eigenes Bad, bei der läuft richtig. Und hier ist unsere beste Freundin, Olivia. Hallo, Olivia. Hallo, Heike. Ja. Sehr respektvoll, dass du nicht in mein Zimmer gehst. Ja, gar kein Thema, ist gar kein Problem, wenn die ganzen Schlipper da wieder rumliegen. So, was haben wir hier? Hier ist schöne Fernsehecke. Hier ist das WLAN, falls ihr euch hier in die Nähe kommen wollt und euch einloggen wollt, könnt ihr gerne machen. Das hier, das Wohnzimmer, Alter, ist echt ganz geil. Ich weiß nicht, mich nervt irgendwie, dass der Raum da oben so ungenutzt ist. Siehst du das da oben, diese Kante? Da können wir irgendwas Cooles reinbauen noch. Wo filmst du hin zum Teufel? Gerade so ein richtig nerviger Lens-Dings drauf. Hast du hier das Objektiv nicht geputzt? Ja, hier ist, guck, wenn ich hier filme. Ja. Ja, jetzt natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja. Natürlich. Jetzt ist er wieder da. Ist das, weil die eine komische Herzfrequenz haben? Ja. Nee, jetzt guck. Ah, lol. Super, Heike, kaufst du mir das? Was kostet der Bums? Dann nein. So, wir schauen hoch. Wir gehen nämlich jetzt in Shortys Hobbithöhle. Hier geht's so eine Treppe hoch. Passt irgendwie nicht so zum Stil der Wohnung. Sieht auch aus, als wenn du hier irgendwie in so einen Atomreaktor reinsteigst. Hast du hier Licht? Geil. Guck mal. Und weil du natürlich mein kleiner Mitarbeiter bist, musst du hier in der Luke schlafen. Aber ist eigentlich ganz süß, oder? Das ist meine Hobbithöhle. Es erfüllt seinen Zweck. Man könnte eigentlich auch so ein komplettes Bett reinstellen und du hast dann den restlichen Space von der Wohnung, den du gut nutzen kannst. Hier so eine normale Schnecke. Hier sind Frauen drin. Ich zeige euch noch die Terraza. Terraza de Madeira. Hier in der Gegend, in einem Wohngebiet, da
hat Simon gewohnt und damals gab es auch hier die WG mit Reef, mit Colin, mit Halbzwilling. Jona hatte zwischenzeitlich gewohnt. Hier ist voll viel Influencer-Geschichte auf Madeira passiert. Deswegen kommen wir jetzt mal. Pass auf, schalt dich das unterstützen. Ich hab wieder Ärger mit der Krankenkasse, habe ich keinen Bock drauf. Ich trag eine Sonnenbrille, because it's never too dark to be cool. Vielleicht sonst den Shutter mal irgendwie. Komm, kannst du da was drehen? Seht ihr das? Das ist das, ich glaube, das obere, das dritte oben, das ist die WG gewesen. Und hier vorne, ganz vorne, die erste Fenster, Luke, Tür. Fenstertür, Balkon. Das war Tonis Zimmer, Alter. Das ist History hier. Jetzt wohnen die alle in dicken Villen, bei denen läuft jetzt überall. Aber ich war damals schon hier. Ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, nach Madeira zu ziehen. Haben wir gestern ein bisschen auf den Sack hier auf eine Insel zurück und dann nach Hause zu fliegen, wenn man seine Familie sehen will. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Vielleicht hätte ich es mal tun sollen, dann wäre ich jetzt erfolgreicher. Aber naja. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend. Das war der Vlog des Tages. Es ist ehrlich gesagt nicht so viel passiert. Wir haben viel gechillt. Ansonsten, wenn ihr weiteren Shit sehen wollt, das ist gerade unser Vlog-Ding. Wir probieren das jetzt so aus. Es kommt jetzt jeden Tag so. Ja? Also morgen kommt wieder ein Vlog. Es einfach an, wir machen es einfach. Und ansonsten checkt die Corner aus, ist alles verlinkt unten. Mein Funkprojekt, mein Podcast oder Funk könnt ihr überall anschauen, Spotify, Apple etc. pp. Bis dahin, sehen wir uns im nächsten Vlog. Macht's gut, euer Heckmann. Tschüssikowski, tschüssi! Jetzt musst du so rausfahren. Das Lümmeltüten?